So, Freunde, hallo, hallo, hallo. Oh, hallo, Zayas. Und danke für den Raid Overlord. Jetzt bin ich raus. So, nochmal, hallo, Zayas. Ah, Twitch Emote Global. Danke für den Host, Gigante. Dann haben wir. Danke für den Host Zaya. Dann haben wir noch den hier, die liebe Talia, aus dem Dörflein beigetreten und dem Rest haben wir ja. Ne? So, dann bekomme ich eine Nachricht mit einem Stream. Dann mache ich das auf. Dann das. Und dann geht es weiter mit Fallout. Hoffentlich ohne Abstürze. Ich habe jetzt auch ein paar Mods deinstalliert, deswegen. Und mal kicken, ob das so bleibt. So, ihr wollt Spiel sehen, könnt ihr haben. Zack. Da sind wir. So, ich weiß gar nichts mehr im Übrigen. Ich habe auch gar nicht mehr weitergespielt. Weil ich zurzeit das neue Metro spiele. Ich vergesse den Namen immer. Exodus, glaube ich. Und da spiele ich dann auch immer ein, zwei Stunden am Abend. Deswegen habe ich bei Fallout gar nicht mehr weitergemacht. Aber ist auch gut. Ne? So, wo sind wir? Hier ist die Tankstelle. Ich habe im Übrigen meinen Hund wiedergefunden. Der hat sich hier bei der Tankstelle versteckt. So. Mit O. Was ich leider nicht gefunden. Genau, das habe ich als zum Schluss gemacht. Ich habe versucht, den Hafen wieder zu finden. Bin dann aber gestorben. Far Cry. Hey, bei mir steht Dings. Lol. Ey, ne? Ich habe es eben geändert, bevor ich hier die Kamera angemacht habe. So, jetzt müsste. Nee, kann er nicht. Ich habe das noch nicht eingerichtet über den Silence Pain Bot. Sonst könnte man über Game das machen. Aber das geht noch nicht. Das könnte ich aber einrichten dann. Also siehst du ja im Übrigen auch. Teilen. Aha, ich habe schon 84 Stunden meinen eigenen Chat verbracht. Oh, das, ob das traurig ist, ich weiß es nicht. Achso, apropos traurig. Get Affiliate, den haben wir schon. Stripfang. Den muss ich mir nachher mal angucken. Guck mal hier, Zayas steht bei mir zum Beispiel im Chat als Benutzer. Overlord, also hier Gigante nicht. Aha, Gigante. Shadowban. So ein Ding ist das. Kappa. So, was machen wir? Ich habe hier unten ein bisschen was erkundet. Das ist auch die Hälfte weg, weil ich krepiert bin. Klugerweise. So, eigentlich. Guck mal, wir können Vault 95, kann ich jetzt mit euch reingehen. Dauert immer. Ja, ach, ich gucke da ja eh nicht drauf. Ich sehe das ja hier bloß den Chat hoch und runter. Ach hier. Natürlich haben die zwei von denen. Und natürlich explodiert die alte. So. Irgendwann existiert mal ein Clip, wo ich nur noch so sage. Ingame. Ach ja, warte. Danke. Ich mache das immer den Desktop-Sound aus.
Weil wenn ich meinen Stream starte, dann höre ich gern die Musik, die da immer läuft. So. Wie immer noch nichts. Tatsache, man hört nichts. Warum hört man nichts? Hä? Okay, das kann sein, dass er sich umgestellt hat. Audio. Ah ja, doch, hat er sich umgestellt. Hier. So. Jetzt hört er das. Merci. Ja, ich musste die Kamerasoftware aktualisieren, also dieses Programm, und dann musste ich Nvidia Broadcast beenden und OBS hat ein Update, also verwendet automatisch alle 60 Cent, wenn du getroffen wirst und weniger liegt. Gar nicht so schlecht. Mal gucken, dass ich das auch hochbauen kann. Bin da mal wieder weg, Lul. Ja, ach, kein Ding. Danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Für die kurze Zeit. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Muss mir nur noch Bescheid sagen, wenn dein Spiel fertig ist. Dass ich das mal begutachten kann. Oder eventuell sogar spielen. So, das. So, jetzt kann ich da unten auch endlich reingehen. Nee, okay. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da runterfalle. So, Volt 95. Habe auch ein paar Texturen-Mods jetzt runtergenommen, aber so auffällig ist das jetzt auch nicht, weil ja, es läuft dann einfach besser und ich habe keinen Bock, dass das immer abstürzt wegen irgendeiner Kleinigkeit. Weiß jetzt nicht, warum das da bei Good Neighbor immer abgestürzt ist, aber jetzt läuft's. Hoffe ich. Kann ich hier durchballern? Ne. Ich wette, die können hier durchschießen. Klar, geht das nicht kaputt. Na komm. Niemand. Oh oh. Alter. Oh, ich glaube, wenn er mich getroffen hat, wäre ich tot gewesen.
Was hatte er denn? Oh ja. Ein Triple. Triple Threat. 72. Er hat mich maybe kaputt gemacht. Boah, Leute, ich freue mich schon wieder auf Sonntag. Oh nein, wo ist dieses Kackradio? Wo ist dieses Radio? Wo ist dieses Radio? Verschwinde. Wo ist das dumme Radio? Ba 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 da da. Weg mit dir. Wo ist das Radio? Dann ist das da unten. Ja, mein Kopf. Hier ist das Radio. Tschüss. Zack. Oh lol, und ich gucke noch die Handgranaten an, ey. Wie so ein Dolly. Oh Mann, ey. Ja. Cool. Guck mal, warte mal, machen wir anders. Wow. So. Danke für den Retreat, Overlord. So. Ah, lol. Ich spiele hier einfach die ganze Zeit. Guck mal, hier bei Far Cry ging konnte man das so hin und her wabbeln. Fallout, was deutlich schon, glaube ich, 10 Jahre später rauskam, geht das nicht. Finde ich denn immer schade, sowas. Dass das dann so, man sieht, okay, ein Spiel von 2004 hat echt was drauf und dann sowas. Also ich will nicht sagen, dass das Spiel jetzt schlecht ist dadurch, aber wäre schon cooler gewesen. Ich achte auf viele Kleinigkeiten bei sowas.
Mann, was ist das denn hier? Drogenkabinett oder was? War ich hier? Ja, hier war ich. Jetzt ich mit Kaffee zu Tode gesoffen. Danke, dass ich den nicht aufheben darf. Hier genauso. Hallo, Akvi. Das ist die Akvi. Wie wer? Na, die Akvi. Also nicht das ist die Akvi, sondern nicht ich bin Pan, sondern sie ist Akvi. Wieso sagst du das so? Weiß ich nicht. Vielleicht möchte ich ja darauf etwas anspielen. Boah, ist mein Stativ umgerissen, deswegen. Ja, genau. Du bist die Akvi. Oh, hier war Feuer. Seht ihr mich noch? Ja. So, Leute. Waffen sind nicht gut. Knicks. Ach, Knicks. Ah. Muss ich erst mal drauf kommen, was du jetzt damit meinst. Das. Was? Alle zu Nahkampf. Oh, das ist aber auch geil. Ach so, Lul. Das ist Äpfel. So. Ach so, oh, ich muss ja reden. Hier ist ja wieder diese dumme Musik. Wo ist sie da? Mach sie aus. Bingo. Bingo. Mit schweren Waffen. Die ich ja so oft benutze. H-Klammer. Protokoll. Und Akvi, wie ist der Gronkh TV Channel? Erzähl mal so. Ist ja schön. Kann man den gucken? Wie was? Also bei mir stand, du hast Gronkh TV geschaut auf Twitch. Ja, Akvi. Das bist doch du, oder? Die Akvi? Ich hab gestalkt, Kappa. Kriege ich ja noch, da bekomme ich ja noch mal den Stimmenbruch. Du bist die Akvi. Meine Nachbarn denken sich auch, was ist mit dem schon wieder? Der hat doch schon wieder irgendwas geraucht. War das laut? Oder noch lauter? Genial.
Du kannst jetzt davon einen Clip machen. Sollte erlaubt sein. Ich muss das klippen. Gönn dir. Aber bitte nicht auf YouTube stellen und mich bloßstellen, dass alle mich auslachen. Dann muss ich weinen. Dosen, Leute. Pfandsammler. So, guck mal, dann machen wir hier die Tür zu und dann weiß ich, aha, da war ich schon drinne. Oh, Verzeihung. Jo. Glück dich. Warte mal. Kupfer und Glas. Silver Fork macht Silber. Wer hätte das gedacht? Oh. Oh, wenn ich jetzt hier stacke, ne? Dann raste ich komplett aus. So, weg hier. Und das ist nicht so. Wieso stelle ich den Sternchen? Das ist nicht so hell, weil ich eine Mod installiert habe. Das ist, weil ich die Mod deinstalliert habe. Aua, 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 aua. Oh, Digga, was hat er denn? Der will nicht? Er ist aber. Das ist aber nicht cool. Siebenundzwanzig Schaden. Ist ja richtig billig. Wie wat? Baumwolle? Wieso will der nicht? Also Clips kann man machen. Wenn nicht, das kannst du ja sonst vom VOD einen Clip machen. Das geht ja auch. Ich lasse sie ja, die werden ja automatisch gelöscht, die VODs. Also beziehungsweise sie bleiben so lange online, bis sie automatisch gelöscht werden. Wenn nicht, klippe ich das und schicke dir das per Privatnachricht. Kann ich denn auch machen. Also ich will das auch auf meinem Kanal haben. Unbedingt. Ach, das geht, glaube ich, gar nicht. Dass könntest höchstens den Clip in eine Beschreibung unten reintun dann. Oder was meinst du? Willst du unbedingt haben? Dann mache ich dir auch einen Clip für dich, wenn ich streame und sage dann, okay. Geschafft. Das ist Silence Pain. Ja, mein Name eignet sich aber nicht ganz so gut dafür. Wahrscheinlich sage ich das nur einfach, weil ich wieder schisse. Komm her! Komm nur her! Wow! Lol, er macht sich gar keinen Haken, er schießt einfach weiter. Ey, was ist? Er ist ein
Sterblich oder was? Oh, hier, bei ihm auch. Kriegsopfer. Okay, das war... Tut mir leid, das nehme ich zurück. McElf. Was kann die Baby Rattle? Plastik. Brauchen wir immer. Kronkorken, Laserpistole, Rotti, da. Ich hoffe, ich bin ja auch da, wenn du das machst. Oder kann um derzeit, sagen wir es mal so, also da bin ich ja immer meistens. Ich bin immer da meistens. Hm. Ist okay, Chris. Ich verstehe nicht. Ja, will ich auch hoffen. Ja, ne? Also morgen ist ja wieder, so wie heute, von 18 bis 20 Uhr. Dann spiele ich noch mit jemandem ein bisschen COD, also trainiere mit ihr. Und am Samstag haben wir Turnier. Also das machen wir so ein Community-Spiel. Wie war's? Das weißt du, Lolo, Gigante. Dass wir Samstag, Sonntag das machen. Was für Turnier? Ja, das Community-Spiel, Bruder. Weißt du doch. Das ist dieses Wochenende. Wofür du dich angemeldet hast. Aber eher arm, ne? Also, wann das Turnier ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich nachher mit der lieben Lady alles absprechen. Sie wollte ja noch mit mir sprechen, aber... Also ich war ja bei Annie und dann... musste ich ja auch los. Ich hätte ja, kann ja wohl schlecht schreiben, ja Leute, ich mache jetzt mein Stream. Oh, vielleicht mache ich auch mit. Ist das Kosten... Weiß nicht, ob es Sonntag ist, Gigante. Also das wird ja, dann denke ich mal, heute... Müssen wir dann mal gucken, ne? Wenn nicht, wir wollen es ja öfter machen. Kann nur Sonntag. Ja, dann schaue ich mal. Oder... Oh, oh. Aquinein, nein, das Warzone ist zwar kostenlos, aber das, was wir vorhaben, ist ja ein Privatmatch, also 10 gegen 10 oder so, oder 5 gegen 5. Ich weiß ja noch nicht, wie viele Leute da sind. Also es sind auf jeden Fall einige, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann wollen wir ein Privatmatch machen und das geht leider nur mit Call of Duty Multiplayer. Also nicht mit diesem bezahlbaren Dings. Sonst weiß ich ja gar nicht. Ja, es ist doof, ich weiß. Haben viele schon gesagt, dass es doof ist, aber anders kann man halt sowas Privates nicht machen, leider. Vielleicht findet sich ja auch mal später... nochmal sowas, dass man öfter so Community-Spiele macht, halt auch mal andere Spiele dann, die auch vielleicht ganz wenig nur kosten oder gratis sind. Weil es bestimmt eine spaßige Sache, schweißt die Community bei Anni ein bisschen zusammen. Weil es ja auch für Anni ein kleiner Stoß in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal. Oder für Martin. Oder für andere Leute, die halt das dann auch streamen, den Tag. Ja, ich habe ja auch was vor mit Human Fall Flat. Du meinst den EOS Andy, right? Ja, EOS Andy. Genau den meine ich.
Mein Kopf ist schon mal gar nichts ausgesetzt. Was zur Hölle war das? So. Ja, sonst, du magst ja auch immer so DBD und sowas spielen. Frag doch sonst mal beim EAS an, die TS. Da sind eigentlich viele, die das haben. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, mit dem du das dann spielen kannst. Oder TTT und was sie da alles nochmal spielen. Entgiftung starten. Für eine Entgiftung. Ja, ich habe da ja was geplant mit Blubby vielleicht. Ah. Wie gesagt, der bei Andi da auf dem, habe ich TS gesagt, ich meine Discord, ist eigentlich, da findet man relativ viele Spieler. Wie TTT, DBD und vielleicht auch Fall Flat, ne? Sonst bei Herbie spielen auch welche TTT. Fehler, kein Subjekt gefunden. Soll ich mal da so eine Leiche drauflegen? Gucken, ob das geht. Hier, Leute. Heftiger Skin. Ja, aber wenn man da dann Werbung macht, dass man Leute für seinen Stream braucht, dann schimpft der. Oder fragst du Andi, ob du das machen kannst vorher. Vielleicht sagt er ja, warum nicht? Ne? Mehr als nein kann er ja nicht sagen. Wieso never? Fragen kostet ja nichts. Ach, Quatsch. Andi doch nicht. Ist immer noch ein lieber Knuddelbär. Finde ich. Verändern tut sich jeder, ja. Aber negativ habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich dafür bezahlt werde oder ich mit einer Pistole bedroht werde. Also ist jetzt so meine Meinung. Und die Leute können ja nichts dafür, dass ich keinen Sarkasmus oder Ironie verstehe, meistens. Beziehungsweise des Öfteren. Ich soll dich von Chris fragen, warum du da vorne ein fettes Pikachu am Mikro hast. Das ist mein Markenzeichen geworden, beziehungsweise mein Maskottchen. Und dient als Popschutz, sozusagen. Und, ich hatte es einmal weg, dann haben viele gleich gefragt, wo das ist. Und seitdem lasse ich das ja jetzt dran. Mein Maskottchen Pikachu. Vor allem fett. Hallo? Oh, das ist aber lieb. Außerdem sieht das auch besser aus, wenn das hier dran ist. Warte, ich wünsche das kurz. Als so, guck, Leute, das ist doch, sieht doch so nackt aus. So. Sieht doch eigentlich viel entspannter aus. Als so ein schwarzer Popschutz oder keine Ahnung. Ne? Also ich finde, das hat auch was. Vor allem hat das auch nicht jeder.
Also ich habe es bei noch keinem gesehen. Und ich gucke schon viele Leute. Und wie du sagst, also ich fand es auch cool. Ja, Kaffee-Junkies. Beziehungsweise halt mal was Neues. Guck mal, hatten Sie hier so eine Intervention oder wie das heißt? Weil hier, der Gegenstand ist zu schwer. Ich kann kein Skelett anheben, aber so ein Menschen, wo alles dran ist, oder was? Vorhin suche ich eigentlich den Ausgang. Achso, schöne Grüße an Chris. Dann schon mal, wenn er dann schaut. So, da machen wir das schon. Kann er nicht. Jo, er sitzt neben mir und frisst meine Schokobons weg. Ey, dann muss, wenn die leer sind, muss er neue holen. Würde ich denn mal so sagen. Ne, hier waren wir ja schon. Kennt man an dem Tod, den ich hinterlassen habe. Geht wirklich nicht kaputt. Ich gehe drin hier? Ja, hier war ich drin. Tschüss, Leute. War geil bei euch. Kann ich das eigentlich zumachen? Oh, schade. Muss aber ein älterer Vault sein, weil der Knopf da vorne ist und nicht wie bei den anderen, was weiter hinten ist. Aber hier gibt es auch keine Steuerkonsole und nix. Wie haben die denn die Bude da aufbekommen? Komisch. Guck mal, abgeschlossen. Rand des leuchtenden Meeres. Denke ich, könnte ich da jetzt schon rein, aber ich habe da immer noch keinen Bock drauf. Sprich, fehlgeschlagen, sprich. Sprich, Romila. Berge, die Haptik Drive. Unterstütze die Brüder. Leuchtende Meer. Reise. Das kann ich ja nicht machen, weil ich finde den Hafen hier nicht mehr mit dem Boot. Sonstige. Sprich mit Barney. Die finde ich auch nicht mehr. Die ist auch einfach weg. Stimmt, ich wollte mich doch da rein teleportieren in den Raum. Leute, könnt ihr mal sehen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Machen wir das. Zack, rein da. Kann ich noch mal kurz gucken, was hier gebüdelt hat. Gut. Nichts Lebensbedrohliches.
Mrs. Hughes Turnpike. Na, guck mal, hier war ich ja schon. Boah. War ich ja schon mal. Bevor ich das mache, gehe ich nochmal hier hin. Weil ich nicht weiß, was da drin war. Einfach erstmal alles rein. Kann ja später das dann wieder alles rausnehmen. Digga, wie viel Müll habe ich denn hier in meinem Inventar? Ich kann alles nehmen, aber nicht alles lagern. Geil. So, hier muss ich ran. So, das wollte ich. Ist ja schon das höchste Taschen. Bleiverkleidet. Schade, Schokolade. Das kann immer weg. Kann sowieso weg. Ach, kann ich auch 308 machen? Geil. Standard, Light, Heavy. 5 mm Auto. Automatik. Oh, danke, dass mir wieder alles fehlt dafür. Aber gut zu wissen, dass ich das umbauen kann. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Meine nicht. So, das.
So, zwei Püppchen mehr. Ich kann einfach nicht verlieren. So, jetzt können wir da in den Tunnel gehen. Rainer. Ach, ich hätte nur Muni machen sollen. Ja, egal. Wer braucht schon Munition? All are welcome. Wow. You don't need a... Oh. Keine Ahnung. To be a... Keine Ahnung. Ja, delicious and... Boah, das kann man ja nicht lesen. Ey, das ist so klein, ne? Und die Schrift, save lives. Every day... But they can't do it without your help. Stop by any DC hospital. Can you... Okay. So, ups. Cool ist das ja. Null. From groceries to electronics, garden supplies to home. Ah ja. Sugar Bombs. Sugar. Explosive great taste. Ich habe gerade gedacht, er nimmt den Besen und wischt jetzt den Boden. Oh. Ich, Leute. Meister-Hacker. Hacker. Holobänder, geil. Hier spricht Perry. Was dauert denn so lange, Cousin? Du hättest in der Zeit schon mehr als die Hälfte von diesem Zeug wegschaffen sollen. Wow, eine einzelne Zigarettenschachtel. Oder hier. Ist bestimmt sehr platzsparend, das so hinzustellen. Yo! Das hat sich mega gelohnt.
Also, das war, meinte ich jetzt ernst. Munition machen. Na komm. Passwort erforderlich. Das ist natürlich jetzt schlecht. Hier einfach außenrum. Gehackt, Leute. Einfach außenrum gehen. Ich habe einfach das Passwort, glaube ich. Wow. Uff. Wow. Zieh Leine. Ich hasse dich. Ist das hier schon der Ausgang oder was ist das? Du meinst die Maulwurfsratte? Alles klar. Ey, so eine eklige, schmutzige Kakerlake. Die ist so klein und eklig, dass man die nicht mal trifft. Der war aber doof. Der vergiftet mich, wenn der mich beißt. Darum hasse ich Maulwurfsratten. Hallo, Boman. Nein, da wollte ich doch nicht durch. Ich sollte lesen, bevor ich irgendwas öffne. Richtig wie so Geier, wie so ein Looter. Wie so ein Ninja. Immer nur am Looten. Rationierungsstelle der Polizei. Ja, mach doch. Tschüss. Der Bohmann. Der Buhmann. Ja, guck mal, Akku, der leuchtet sogar im Dunkeln. Und ich kann ihn nicht anheben, weil das so schwer ist. Aha. Wow. Das hat sie mit Absicht gemacht. Maybe. Gar nicht wahr. Okay. Dann habe ich Scheiße erzählt und trinke jetzt erstmal Wasser. Wow. Wollte ich einmal cool sein und das Wettsystem benutzen. Nein. Ich will schlagen. Wie schlage ich nochmal? Nein. Ach so, wow. Scheiß drauf. Bitte. Schenke ich dir. So. Ihr wollt dann einen haarigen, halbglatzen Kopf haben. Schon weird aus. Also wer Interesse hat. Oh. Okay.
Oha, tschüss. Das kenne ich nur aus wo Fallout 76. Das Unterhebelgewehr. Oha. Verschwind. Oh oh. Weg mit dir. Da. Little. Das wär's. War das hier dieser Jigsaw oder was? Mit seinem Fahrrad? Oh Mann, ey. ...2077, Leute, fliegen die Atombomben. Oh Gott. Scheiße, was war das? Scheiße, du versteckst dich vor mir! Du bist tot! Du bist tot, Bruder. Boah. Yo. Hä? 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 Was ist dein Problem, Mann? Was ist dein Problem? Hä? Was ist dein Problem? Hä? Was sollst du melden? Einfach abgefallen. Ja, schon ein bisschen unrealistisch, aber... Dafür feiere ich das Spiel, dass man das machen kann. Vor allem, dass ich auch getroffen habe. Ich hatte doch, glaube ich, nur 40% Chance oder so. Aha, ein Einkaufswagen, Leute. Der mal bestimmt mehr wie ein Mensch gefühlt. Kann er anheben, aber einen Menschen? Nee, ach Quatsch. Ist ja zu schwer. Oder so ein Skelett, sagen wir es mal so. Oder hier so eine Metallmülltonne. Hebe ich auch mit einer Hand hoch. Gar kein Problem. Aber so ein Skelett, was gar nichts wiegt. Ja, hier. Oh, ist so schwer zum Tragen. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, vielleicht so ein Fleischklops. Oh. Oha. Das ist aber. Ach nee, das ist nicht zu schwer. Aber so ein Skelett. Nee, Quatsch. Das geht nicht. Hier. Komm. Oh Mist, zu schwer. Scheiße. Wir wollen doch bloß nicht, dass ich Spaß mit Skeletten habe. Okay, das klang ein bisschen falsch, aber aus dem Grund kann man das bestimmt nicht machen, aber trotzdem. Leichenschändung ist ja wohl schlimmer, als mit Skelett Spaß zu haben. Kleine Tanznummer. Das wird dein letzter Kampf. Blöder Wichser. Oh. Nein, hallo. Haha.
Überhof. Tschüss, wo bin ich hier eigentlich? Und was ist Ihr Problem? Wow. Ey, wer 40% direkt weg. Nein, das war ich nicht. Der ist tot umgefallen. Da musst du dich jetzt schauen. Das war ich nicht. Nein, nein. Ich töte doch keine Hunde. Lol, ist nicht mal mutiert. Oh, wow. Wie in Far Cry, Alter. Die werfen alle wie so ein Mädchen. Weißt du, ich habe schon Scheiße geworfen in Sport. Weil die werfen noch bescheidener. Ich glaube, da komme ich bloß da hoch. Ja, können gleich weiter Spaß haben. Wie eine Chris-Krankheit. Das mit dem Werfen? Nee, ich habe schon gut geworfen. Ich habe schon gut geworfen, aber jetzt auch keine 1 plus. Und mit Brille ist man ja motorisch immer ein bisschen eingeschränkt, weil ich habe nämlich keinen Bock, einen Ball in die Fresse zu bekommen. Wäre ich wenigstens der dumme Kopf oben lämmen können. Also ich werfe jetzt nicht hier wie Howard Wolowitz, dass der Ball bloß 5 cm fliegt. Weil so wirft er ja hier die Handgranaten. Ich glaube, da, das kann man ausbauen, dann hat man so eine Linie. Die einen die Wurfkurve anzeigt. Ach, Heiliger, was ist das? Will ich das überhaupt wissen? Ja, treff doch, du! Danke. Wow. Weg mit dir. Ich hasse euch. Aua. Oh, ich wollte gerade sagen, er hat den kritischen Treffer nicht getroffen. Also dann hätte ich jetzt... weg mit dir. Könnt ihr den anderen anzechseln hier mit eurem Gift. Sexeln legitim auf Twitch oder kriege ich dafür eine Sperre? Ist das nicht jugendfreundlich? Ich weiß es nicht. Twitch, ihr könnt mir gerne eine PN schicken. Dann lasse ich sowas. Ich bin nicht vertraut mit euren standardisierten Nichtsagen-Regeln. Zu meiner Zeit war es legitim. Dieses Wort. Oh ja.
das stimmt allerdings. Oh, deckt sich auch, welcher Dreckige. Ja, Leute, ich verstecke mich so krass, die haben mich gar nicht gesehen. Mal auf hier die Bude. Der Hund ist in meine Waffe gelaufen. Hallo. Ich konnte nichts dafür. Ja, solange ich hier nicht mit Hotpants sitze und BH oder sowas, geht's ja noch. Ah nee, nee, Quatsch, da will ich. Da will ich nicht rein. Eigentlich will ich hier allgemein nicht sein in der Stadt. Ob ich hier mal so ekelhaft low FPS hab, ne? Vorhin weiß ich auch gar nicht, wo die hier mal sind, alle. Bald die Twitch-Regel, es sind keine Tiere mehr im Stream erlaubt. Hallo Hagen. Naja, was manche Leute mit ihren Tieren gemacht haben und nicht mal dafür einen Bann kassiert haben, also. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Manche haben echt Vitamin B. Finde ich. Dass sie sich schon so einiges erlauben können. Nein, ich habe gesagt, das würde kommt als nächstes, Aqui. Das war jetzt so eine Vermutungsaufstellung von mir. Weil das zum Beispiel, dass Leute ihre Füße gezeigt haben, das haben die ja auch gesperrt. Also haben gesagt, nee, das wollen wir hier nicht mehr. Weil das ja dann ausgenutzt wurde, wie Sau. Um damit Geld zu machen. Guckt euch die Aqui an, Leute. Das ist noch eine feine junge Dame. Die macht noch einen Knicks. Mit der kann man essen gehen. Also, sie und ihren Freund zum Essen einladen. Weil die Aqui, die weiß, wie man sich benimmt. Außer ihr macht sie wütend. Dann rennt. Ja, auch wenn viele denken, es ist nicht so. Wer denkt denn, dass du nicht gesellschaftsfähig bist? Also. Ach. Jeder hat mal seine. Jeder hat ja mal seine 5 Minuten. Oh oh. Aber dann hattest du sicher deinen Grund dazu eben. Protiktron. Hallo, bist du nett? Kennst du die Farm, die von Ghulen bestellt wird? Wahnsinn, oder?
Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Oh. Na also. Kritische, immer nur Mist, was ich alles schon hab. Und ich gebe euch hier mal einen Profi-Tipp, Leute. Wenn jemand sagt, es ist nichts, provoziert ihn nicht. Fragt ihn nicht aus. Und vor allen Dingen nicht, wenn jemand sauer ist, fragt jemanden, ist was? Oder irgendwelche anderen komischen Fragen. Weil wenn jemand echt auf 180 ist, lass den in Ruhe. Weil wenn man den voll labert, Digga, die rastet. Ich kenne das von mir. Wenn man mich denn voll quatscht, dann raste ich erst recht aus. Weil es ja dann doch schon ein bisschen noch nerviger ist. Oder halt versucht, dass der nicht mehr aggressiv ist. Wie gesagt, einfach in Ruhe lassen die Leute. Dann kommen die bestimmt von alleine irgendwann runter. Und lasst euch auf sowas überhaupt nicht ein, wenn einer aggressiv ist und euch voll labert. Geht einfach weiter, das ärgert die am meisten. Ich hatte das schon so oft, dass ich angequatscht wurde, weil ich mal auf dem Handy was geschrieben habe. Und dann gehe ich auch, ich gehe dann nicht so, dass ich die ganze Zeit runter gucke, ich gehe dann so, dass ich auf dem Handy gucken kann und geradeaus gucken kann. Und dann kommt da so ein, fährt so ein Opa an mir vorbei mit dem Fahrrad. Wow, wow, wow. Fährt so ein Opa an mir vorbei mit Fahrrad und sagt, immer schön hochgucken. Und ich sage, was ist los? Und er fährt einfach weiter und dann habe ich mir so still gedacht, was will er eigentlich? Was quatscht er mich hier voll? Ja, recht hat er schon, ja, aber ich habe ja, wie gesagt, nach vorne geguckt. Und wenn ich was geschrieben habe, beziehungsweise habe ich ja was gerade gelöscht, und wenn denn was kam, bin ich auch stehen geblieben dabei. Also. Ja, oder beim Autofahren, wenn da einer hinten zu dicht auffährt. Ich fahre denn nicht schneller. Im Gegenteil, ich fahre dann noch langsamer. Ich ärgere mich darüber auch nicht. Was mich immer bloß ärgert, sind so brenzlige Situationen. Wenn man im Gegenverkehr ist oder beziehungsweise jemand im Gegenverkehr überholt, obwohl er sieht, dass Verkehr kommt. Ich bremse da auch nicht volle Pulle. Ich halt drauf. Ob ich nun bremse und krepiere, ja, oder ihn noch mitnehme, dann nehme ich die lieber mit. Da haben wir beide was davon. Nee, also wenn es wirklich schon dem Tode nahe kommt, dann bremse ich schon. Ja, aber ich weiche da jetzt nicht extra aus und mache mein Auto kaputt. Oder LKW-Fahrer, die sich besonders breit machen. Ich halt drauf. Ich habe von meiner Versicherung vorn und hinten eine Kamera drinne. Mein Auto hat GPS drinne, ja, dass ich schön Rabatte bekomme bei Versicherung. Sollte irgendwas passieren, habe ich alles auf Video, alles GPS. Gedingst, also fürs Gericht wunderbar geeignet. Und ich kann aus drei Fällen schon sagen, dass die ihren Führerschein verloren haben. Wegen so einer Kacke. Also mein Auto ist nichts passiert, mir auch nicht, aber die haben halt eine Hand übergeholt wegen Gegenverkehr. Dem wurde, glaube ich, komplett der Führerschein entzogen. Der andere
ist zu dicht aufgefahren und wäre mir fast hinten reingefahren deswegen. Und das andere weiß ich gar nicht mehr, was das war. Das ist schon zu lange her. Ja, ist ja auch so. Und ich bin da auch Alpha-Allmann, ne? Ich gehe dann mit sowas zur Polizei und bringe das zur Anzeige. Vor allem, wenn mir jemand einen Finger zeigt. Oder so eine Faxen. Da verstehe ich gar keinen Spaß bei. Das Leben von sich und anderen riskieren. Oder am besten noch ein Kind im Auto, ja, und dann wie der letzte Henker fahren. Und im Übrigen, wenn jemand rechts neben euch fährt, oder seid dreispurig oder zweispurig, rechts überholen ist ja verboten. Aber sollte es mal dazu kommen, dass ihr rechts überholt, der Linke rechts in euch reinfahrt, plädiert auf, beim Spurwechsel muss man immer den rückläufigen Verkehr beobachten. Damit gewinnt ihr jedes Gerichtsding. Also bei Verkehr verstehe ich halt auch gar keinen Spaß, weil du halt so schnell Leben auslöschen kannst. Bei, ja. Vor allem, ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Bin mitten im Nirgendwo. So, muss ich die Quest jetzt eigentlich abgehen? Oder wie oder was ist das jetzt hier eigentlich? Sprich. Oder zum Beispiel, wenn jemand im Kreisel hinter mir hupt, weil es ihm nicht zu schnell geht, dann hupe ich auch. Dann weiß er ist ein kleiner Penner, der sowieso nichts zu sagen hat. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Nett. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Ups. Kann ich das auch so? Nee. Ach hier, ich darf nicht mal den Müll durchsuchen. Achso, das bin ja ich. Sie schützen vor Strahlung, Lady. Nur das Beste für den Selbstschutz. Handgefertigte Stücke. Hey du, hab hier jede Menge Brahminfleisch am Haken. Nee, nein, kein Bock, Mann. Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Ich schätze, Abbas hat neue Farbe gefunden. Nee, die hab ich gestrichen. Aber du bist ja auch ein Roboterhasser. Ist das schon Roboter-Rassismus? Schade war's. Oh, jetzt geht's los. Sei still, Yefim. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde? Ja? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Dann hört ihr das doch mal an. Es ist schlimmer als Sandpapier in den Ohren. Dieser DJ Travis ist eine Katastrophe. Es muss etwas passieren, und zwar bald. Sonst bringen sich unsere Kunden noch um. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Ist das dein Ernst? Waren wir uns nicht eben einig, dass das ein ernstes Problem ist? Das erfordert eine ernste Lösung. Erst lockst du ihn aus der Stadt. Okay, das reicht.
Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Okay, also, was ist hier wirklich los? Tut mir leid, wir haben uns nur einen kleinen Spaß erlaubt. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Jefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer. Da reden wir über den Plan. Ah, willst du mich jetzt verprügeln oder was? Schießt das dir in den Kopf. Willst. Ich hab keine Zeit dafür. Ja? Wow. Ich kann's nicht glauben, dass Doc Crocker Earl getötet hat. Zum Glück hatte ich immer nur was mit Dr. Sun zu tun. Oh, sag Bescheid, wenn du was bestellen willst. Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobrov-Brüdern. Vadim Bobrov ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Klar, ich schau mal, was du hast. Hier, schau mal. Wow. Hallo, wir müssen uns unterhalten. Dabei möchte ich aber... sitzen. Wow. Penner. Hallo, du kannst drinken. Entschuldigung? Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Dann lass mal hören. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Nach allem, was ich höre, könntest du geeignet sein. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du wirst gut bezahlt, das kann ich dir versprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Jo, vor allem so ein Luxuszimmer. Und er hat hier bloß so ein Dings und der andere hier so ein geiles Bett oder was? Schon traurig. Weil hier Hauptsache die ganzen Bierbullen. Okay, kommen wir zur Sache. Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Also was hast du vor? Sieht aus wie meine erste Bude. Bist du bei einer Kneipenschlägerei dabei? Ja. Gut. Meine war ein bisschen aufgeräumter, aber auch fast so. Ich kann mich schon behaupten, wenn es das ist, was du meinst. Das ist genau richtig. Ich will, dass du Travis bei seinem ersten Kampf unterstützt. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Ich brauche ein paar mehr Informationen. Okay. Ich habe an alles gedacht. Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an.
Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Geld verlangen. Okay, ich bin dabei. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Triff dich 18 Uhr. Hast du Machen wir. Mich anzusprechen? Verschwinde. Entschuldigung. Ey Mann, ich will nichts kaufen. Hör einfach auf, okay? Wir haben unsere eigenen Probleme. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Was? Ich hab zu tun. Was immer du fragen willst. Komm, lass uns fetzen, Junge. Was mit dir? Erst mich anmachen und dann nicht die Cojones, oder was? Wie sie mich beglotzen. 18 Uhr, 3:15, 16, 17, 18. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Was? Schnabel. Danke, dass du Earls Mörder ausfindig gemacht hast. Ich kann nicht. Okay. Der Detektiv ist mich einfach in Ruhe du lassen? Solltest was ich trinken, du spürst. Ich mag deine Show nicht. Was willst du dagegen machen? Ja. Ich will hier nur was trinken. Ich mag dich nicht und ich mag deine Show nicht. Was willst du dagegen machen? Worum geht's denn? Ich mag dich nicht und ich mag deine Show nicht. Was willst du dagegen machen? Aufgeräumt war sie, aber Möbel waren nicht die besten. Worum geht's denn? Hey, was ist dein Problem? Scheint, als hättet ihr eine kleine Meinungsverschiedenheit. Seht mal, ein Klugscheißer. Nur, wenn du wirklich klug wärst, würdest du dich jetzt verpissen. Und jetzt verschwinde. Hey, ich meine, hi. Mal wieder. Hey, was ist dein Problem? Hi. Hi. Ihr seid das Problem. Du steckst deine Nase da in Sachen, die dich nichts angehen. Halt dich da raus. Und jetzt verschwinde. Hey, was ist dein Problem? Warum geht ihr Travis auf die Nerven? Warum mischst du dich in was ein, das dich nichts angeht? Und jetzt verschwinde. Hey, was ist dein Problem? Ich möchte, dass ihr Travis in Ruhe lasst. Ach ja? Mach nicht. Und ich will eine Million Kronen korken. Scheint, als würden wir heute beide enttäuscht. Und jetzt verschwinde. Deshalb. Hey, Kumpel. Oh, du bist. Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Komm schon, Mann. Lass dir nicht alles gefallen und mach keinen Rückzieher. Ich glaube, ich könnte diese Sache nicht, die du beschrieben hast. Oh, bei den Männern könnte das nun es... Ach, wir hätten ruhig Fresse schreiben können. Ich glaube, das schmeißt der Bot nicht raus. Nichts wird sich ändern, es sei denn, du tust was dafür. So schlimm ist das nicht. Ich komm schon damit klar. Willst du denn nicht, dass damit Schluss ist? Ja, aber... Keine Sorge. Ich bin ja nicht immer ein Knicks. Du denkst, dass wir das schaffen? Klar machst du immer einen Knicks. Okay. Das reicht. Entschuldigung. Ach so, die immer einen Knicks macht. Was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an.
Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um. Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Warum mache ich das nur? Los, Travis, ich tanke. Travis. Warum mache ich das nur? Ich bin froh, dass du Earls Mörder gefunden hast. Aber jetzt redet mein Bruder nur noch über dich. Ein Kiefer. Naja, scheiße, Mann. Einfach scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Ich werde wiederkommen. Das ist noch nicht vorbei, hörst du? Hey, Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Der hat's aber schon drauf, der Travis. Ist halt wirklich so. Der hat ihn voll platt gemacht. Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow. Einfach nur, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin. Das war irre. Wow. Hey. Er geht voll ab. Danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen. Wardi, wir haben ihn drauf. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Ich bin bereit. Gute Einstellung. So gefällt mir das. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Travis. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Drei Sterne. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt. Cool, schreibt mal mit vier Buchstaben, glaube ich. Warum soll ich das unbedingt machen? Denk doch mal nach. Ich bin Scarlets Boss. Wenn ich ihr sage, sie soll sich mit Travis treffen, könnte sie glauben, dass sie plötzlich keine Kellnerin mehr ist. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Welches Gespräch? Verkauf, was du brauchst, verkauf dein überflüssiges Zeug. Und dann verschwinde. Wo ist die Alte jetzt? Eine Wäschekammer? Nee. Eine Todeskralle ist eine echte Gefahr. Versuch nicht, vor ihr wegzulaufen. So. Vielleicht hätte ich mir das mal anhören sollen. Lul. Hast du mal einen Meyerlurk gesehen? Stell dir eine Kreuzung aus einem Krebs und einem Panzer vor. Wo zur Hölle schickt er mich hin? Ach so. Die schlechter Laune. Es stimmt also? Du bist der Boss der Minutemen? Freut mich. Die kämpfen. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Ich bin mehr als der Boss der Minutemen, Leute. Ist echt ein Drecksloch. Überall Ghule und Kämmsüchtige.
Aha, die Fehler sind immer noch, obwohl ich alles deinstalliert habe, was ich deinstallieren konnte. Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Fändest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Wer kennt solche Gespräche nicht? Hey, Aqui, der Chris, der schaut dich immer so an. Ich glaube, der mag dich. Oh, meinst du wirklich? Dann sollte ich mal mit ihm reden. Genau so läuft das bestimmt immer ab. Verdammt, ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Was? Bei Bravo Love Story Autoren sicher? Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt, diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie Hallo Lyrix. Sie meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet, dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen, also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Nein, weiß ich nicht. Er hat sich immer um sie gekümmert. Ich habe mich lieber von ihnen ferngehalten. Travis könnte es wissen. Frag ihn mal. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass Vadim was passiert. Vadim. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Synth bist. Und ich könnte dir auch einfach mal eine runterhauen. Nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Hey, Kleine. Wieso wieder 3 Sternchen? Ich verstehe das nicht. Bitte erkläre mir das. Ich bin Boomer. Hey, hallo. Was gibt's? Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Jefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Das? Ja, bei mir stehen nur 3 Sternchen. Echt nicht. Also bei mir steht nur das. Ist das ein Smiley oder? Bei mir stehen da nur da diese 3 Sternchen. Ich tue da immer einen Link rein zu einem Clip. Ach, Links gehen doch hier gar nicht. Deswegen. Also ich sehe da keinen Link. Ich klippe dich. Oha. Ja, weiß ich nicht, ob die anderen den Link sehen. Ja, ciao, Gigante. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauch wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh. Bis zum nächsten Mal. Ja, warte, Aqui. Ich guck mal, dann können wir das gleich zusammenschauen. Mach es frei. Guck mal, da werde ich schon hier von der Aqui, ne? Wenn du da nicht spurst, dann kriegst du auf Maul. Dann, nachher habe ich ein blaues Auge.
Was? Nein, verbeug. Du, ich schick den Lyrics vor, ne? Als Schutzschild. Boah. Warte mal, dann, ich sehe das ja, die Clips, die du gemacht hast. Dann gehe ich mal an den Inhalt. Hier, Videoproduzent. Nee, Quatsch, Clips. Von meinem Kanal. Hahaha. Oha! Einstellung. Erweitert. Geschwindigkeit, Qualität. Finde ich denn jetzt? Ah, hier, teilen. Clips, Switch, sowieso, so. Clips, TV. So, save. Probier mal jetzt bitte nochmal, Aqui, ob das jetzt geht. Nee. Hm. Aber ich hab das jetzt. Twitch TV. Ich kopiere das nochmal. Add Whitelist. Dann machen wir das auch nochmal. Save. Filter. Mach mal nochmal. Wenn nicht, mache ich das erstmal aus. Kann auch sein, dass er jetzt da okay, warte, mache ich das mal aus. Schau. Ne, probier mal jetzt. Ich hab's jetzt ausgemacht. Also wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann vielleicht erst beim nächsten Stream. Dass er da das dann erst übernimmt. Oder er braucht halt was zum. Ne, ist der Löscher immer noch. Ich hab's aber auf die Whitelist gesetzt, beides. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum sind denn da 3 Sterne? Du hast ja bestimmt auch gedacht, was labert der eigentlich? If we bypass this filter. Also ich kann ja schon mal den Haken reinmachen, dass Subscriber. Nee, mach ich nicht. Also ich hab's jetzt auf jeden Fall gewhitelistet. Weil du ein Sternchen bist. Oh. Ich kann mal gucken, ob ich das rein dingsen kann. Also ich kann ja links reinmachen, glaube ich. Clips. Meine Clips. Das. Teilen. Ja. Und Clips TV, Clips Twitch TV habe ich ja freigegeben. Ja, nee, ich bin ja Moderatoren und Stings. Nee, ich bin ja Streamer. Also ich bin ja der Besitzer des Kanals und Moderatoren können Links posten. Ich habe das halt ausgemacht wegen den, falls hier irgendwelche Bots reinkommen. Deswegen ist das aus.
wegen dieser Sache, oder? Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Pass auf. Ich habe nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay, mir ist jede Hilfe willkommen. Gut. Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorge mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Nee, das geht erst, wenn ich 50 Follower habe. Ach, guck mal, Scarlett war hier schon. So, dann würde ich erstmal sagen, speichere ich hier. Abonnieren und Bits, das geht ja erst, wenn ich Affiliate habe. Und Affiliate geht erst, wenn man einen dauerhaft drei Zuschauer hat. Die drei Leute müssen halt auch immer chatten oder halt mehr. Und 50 Follower. Ich kann ja nochmal kurz nachgucken. Dann machen wir das nämlich als Abschluss. Ja, ich sehe gerade, 7 Leute gucken schon zu. Ist echt, freut mich. Finde ich echt schön von euch. Steht denn das? Irgendwo stand das hier. Dann muss ich heute noch was mehr schreiben. Ach nee, passt schon, Hagen, passt schon. Jeder wie er mag. Ich könnte auch lurken. Ja, das ist auch alles okay. Hier, guck mal. Das heißt, errichte eine Community. Kann ich da irgendwie draufklicken? Statistik. Stream, Statistik. Achievements, hier. Du hast es beginnt abgeschlossen. Alles klar. Hier, Weg zum Affiliate. Erreiche 50 Follower. Streame insgesamt 8 Stunden lang. 8 Stunden lang habe ich 45. Streame an 7 verschiedenen Tagen habe ich 20 von 7. Habe im Durchschnitt 3 Zuschauer in 45 blablabla Stunden gestreamt. 2,9. Also denke ich mal, dass bald die 3 erreicht ist. Vielen Dank auf jeden Fall. Dann fehlen halt nur noch, ich habe gerade 34 Follower. Also fehlt noch ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Ist ja auch jetzt nicht so wild. Ja. Das kommt. Da kommt noch mehr. Ja. Wie heißt das? Nicht Eile mit Weile. Wie heißt denn der Spruch? Ihr wisst, was ich meine. Das kommt von alleine, ja. Ich bin da jetzt nicht so, ich brauche jetzt unbedingt 50 Leute, dass ich das Affiliate aktivieren kann, dass ich Werbung schalten kann und so. Nee. Also ich sag euch gleich schon, wenn ich Affiliate bin, werde ich für Nicht-Follower einen Werbeclip machen, wenn man den Stream betritt. Ein Werbeclip. Und sonst werde ich, denke ich mal, nie Werbung machen. Also wenn ich einen Pause-Stream habe, kommt nur der Pause-Bildschirm. Aber ich werde nie Werbung zwischen den Pausen schalten. Also nicht bewusst auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man auf meinen Kanal kommt, dass dieser eine Werbeclip kommt und mehr nicht. Und mehr Werbung werde ich ja auch nicht machen. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwelche Hersteller und sagen, ja, halt mal diesen geilen Schraubendreher an der Kamera und sag, wie schön der ist. Werde ich natürlich nicht machen. Ich werde sagen, dieses orange Teil finde ich scheiße, aber sonst ist der Schraubendreher geil. Ja, also ich werde mich nicht kaufen lassen. Sage ich auch gleich. Ja, ich werde da so meine Meinung dazu sagen. Ich werde ein Produkt testen und dann euch meine Erfahrung damit geben. Ja? Wenn das Klopapier rau ist wie Schleifpapier, dann ist das so. Oder in der Pause natürlich die guten Clips von Acqui abspielen lassen. Das kann ich ja mal gucken, ob ich das machen kann, weil ich kann euch das ja mal zeigen, wie das bei mir aussieht.
Hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut im Pause-Screen. So, jetzt dürftet ihr nichts mehr hören an Musik, sondern nur meine eklige Stimme. Ja, also die, die ich von dir gemacht habe. Ja, natürlich. Also das ist mein Pause-Screen zum Beispiel. Und da, wo das jetzt da abfährt, könnte ich ja... Muss ich halt gucken, wie ich das machen kann, ne? Dass da die Clips abgespielt werden. Also es gibt eine Möglichkeit, einen Embed zu machen. Aber ich weiß noch nicht, wie. Ich hoffe, ihr hört mich, ne? Das ist zum Beispiel mein... Ah, gut. Das ist hier mein... Keine Ahnung. Falls irgendwas mal technische Probleme sind. Und da seht ihr meinen riesigen Kopf und alles. Mein fettes Pikachu, wie Chris gesagt hat. So, hier waren wir. Ja, nee, also ich guck mal die Tage, wie ich das machen kann mit dem Embed. Oder warte mal, ich kann euch ja nochmal was Geiles zeigen. Warte, hier war hier drauf. Ups, hallo, ich bin's, euer Chris. Ich bin in groß, das ist mir sehr peinlich. Aber ich zeig euch mal was Schönes. Guck mal, Leute, sieht das nicht geil aus? Hier wohne ich, Leute. In einem Urwald. Oder... Hier, in der geilen Metropole. Ist schon geil, dieses Nvidia-Tool. Oder hier. Auf No Man's Sky. Habe ich hier noch irgendwas? Boah, das brennt schon die Augen weg, glaube ich. Alle, die jetzt so im dunklen Zimmer gucken, direkt Augen geschmolzen. Oder Among Us Map. Oh, mach weg. Leute, das sieht doch cool aus, ne? Also das feiere ich am meisten hier, den Hintergrund. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Mit Fallout machen da weiter mit dieser Quest. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da wart auf jeden Fall. Ist dann ja auch dann immer noch lustiger und spaßiger, wenn so viele Leute da sind, dass man Chat lesen kann und sich unterhalten kann nebenbei. Ja. Ach, danke für den Stream. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber ich mache das gerne, weil mir das auch super viel Spaß macht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich freue mich auf Sonntag wieder auf Far Cry 1, weil das Spiel ist so geil. Ich bin suchti in dem Spiel. So. Wo gehen wir dann hin, Leute? Wir gehen zu Herbie, glaube ich. Ja, guck mal, bei Herbie, die spielt gerade League of Legends. Weiß nicht, ob das für euch was ist. Für die Unterhaltung. Für euch doch gerne. Für euch doch gerne. Mir macht's ja Spaß. Ne? Und das ist ja die Hauptsache. Es muss Spaß machen. Manchmal bin ich ein bisschen verpeilt oder blöd, ja, oder weiß nicht, was ich sagen soll, aber... Das bin halt ich, ne? Ich verstelle mich nicht. Ich bin keine Kunstfigur. Ich bin ich, ne? So. Also ich weiß, dass Herbie nachher noch Fall Guys, glaube ich, spielt. Also nicht erschrecken, wenn ihr jetzt da LOL-Content seht. Vielleicht kommt noch was anderes. Auf jeden Fall, schönen Abend euch noch. Und bis morgen dann. Tschüssi.